Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge Democracy for Alpha, Deutschland auf schwer. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. So, Pollution als neues Problem. Luftverschmutzung. Ja, und unsere Bevölkerung hat ja auch zugenommen und so. Ja. Aber wir haben direkt dafür gesorgt, dass wir hier, ne, es geht über den Starttrigger, aber es, der Trend geht auch schon wieder runter. Das wird eventuell nicht reichen. So. Warning from our minister. Alois Dietrich ist der Welfare Minister. Okay, er möchte vielleicht auch gehen und er schlägt vor, dass wir eine Automation Tax einführen. Wäre 6 politisches Kapital? Das würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig stören. Also mir ist jetzt natürlich auch klar, dass das wirtschaftlich so eine Herausforderung ist, weil einer der Gründe ist ja, dass man versucht, Geld zu sparen, indem man automatisiert und wir als Staat sagen, jetzt könnt ihr probieren, aber ohne uns, versuchen dann sozusagen die verlorenen, dadurch verlorenen Arbeitsplätze quasi wieder so ein Stück weit mit Geld für uns wieder auszugleichen, dass wir dann wieder in die Gesellschaft geben. Ja, beziehungsweise ein übermäßiges Automatisieren unwirtschaftlich gestalten. Eine Steuer sorgt ja, ne, Steuer ist, steckt ja im Namen drin. Wenn man das schlau macht, dann ist es so, dass man trotzdem für gewisse Sachen eine Automation einführen kann. Dass man aber, wenn man quasi all in geht, was Automation angeht, dass es dann halt nicht mehr wirtschaftlich ist. Finde ich eigentlich auch schön, tatsächlich. Ja. Ich finde ehrlich gesagt auch Steuerpolitik, ich habe davon leider viel zu wenig Ahnung, aber ich beginne immer mehr mich dafür zu interessieren. Weil der Staat natürlich über Steuern sowohl Anreize setzen kann für Veränderungen, als auch bestimmte Veränderungsprozesse nochmal so ein Stück weit anders regulieren kann. Insofern ist eigentlich ein sehr spannendes Themenfeld. Auch die Cryptocurrency Taxation ist ein sehr interessanter Ansatz. Sehr teuer. Ja, Automation auch Tax. Und auch diese Cryptocurrency-Geschichte wiederum wäre so eine Reaktion auf die internationalen Finanzgeschäfte und die Probleme, die damit verbunden sind. Weil die Bereiche momentan noch nicht so richtig reguliert sind. Wenn du sie regulieren willst, brauchst du irgendeinen Zugang und über so eine Steuer kannst du dann wiederum Bereiche definieren, um es dann steuerbar zu machen. Ja. Das ist ja auch gerade ein Ding, was die Europäische Union, glaube ich, jetzt gerade macht. Ja. So diese Zulassung für die Kryptowährungen und da stellt sich dann schon die Frage, wer dann irgendwann nochmal so eine Steuer erlässt. Ob das vielleicht so eine von den europäischen Steuern wird, die da ja auch kommen sollen, damit die Europäische Union endlich auch nicht so abhängig ist von den Einzelstaaten. Das wäre mir dann so. Ja, wäre auf jeden Fall eine interessante Form, mit sowas anzufangen in diesem Bereich. Ich würde das jetzt auch erstmal nicht als etwas sehen, was den Fortschritt und die Entwicklung aufhält. Ich finde, der ganze Fintech-Sektor, also Finanztechnologie, da, wie viel Scheiß da abläuft, ich finde es ganz gut, wenn da das ein oder andere Mal ein bisschen gebremst werden würde. Aber jetzt die Frage, wollen wir unserem Minister folgen und jetzt direkt hier die Automation Tax einführen? Weil es gibt tatsächlich Geld und ich fände es jetzt in einem mittleren Bereich tatsächlich gar nicht schlecht. Also es war jetzt nichts, was wir direkt auf dem Zettel hatten. Das heißt aber nicht, dass es nicht zu dem passt, was wir eh vorhaben. Richtig. So. Und die Kapitalisten müssen wir irgendwie mal schauen, ob wir die mit irgendwelchen anderen Sachen bekommen. Ja. Aber dann würde ich jetzt Implement klicken und wir gucken mal, vielleicht lassen wir es auch einfach relativ niedrig. Okay, da kommt richtig viel Kohle bei rum. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir haben eine große Wirtschaft. Das ist natürlich auch hier abgebildet. Krass. Hä?
Ich würde es tatsächlich. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viel ist. Wie ist unser Impact auf Technology? Minus 5. Also ja, ich hätte jetzt gesagt, wir gehen ein bisschen runter. Minus 6 oder so fühlt sich okay an. Oder das hier. Also so ein bisschen so da lassen. Ich finde das auch gut. Das Schöne ist, wir können es wiederum mit anderen Sachen wieder stabilisieren. Genau. Also dass diejenigen, die jetzt hiervon betroffen sind, dann auch mit anderen Programmen wieder gestärkt werden. Ja. Okay. Also die Technologie, wir haben ja die Technologieförderung schon. Und damit der Staat nicht ganz viele Dinge finanziert und nichts davon hat, ist es eigentlich super interessant, dann zu sagen, die Förderung läuft und diejenigen, die es brauchen, bekommen es auch. Und diejenigen, bei denen es läuft, die wiederum müssen ihre Steuern bezahlen. Ja. Also, neue Einnahmequelle und zwar eine krasse. So, und jetzt haben wir, bevor wir zum Dilemma gehen, Multinational Tax Evasion ist wieder auf dem Vormarsch und ist fast da. Sehr knapp unter dem Starttrigger. Man kann es kaum noch ausmachen, aber ich würde sagen, es ist noch drunter. Wir könnten diese Antikorruptionsbehörde einführen. Ich glaube, die haben wir schon eingeführt. Haben wir schon? Also, nee, wir haben sie nicht aktiv eingeführt, sondern die gibt's schon. Aber wir können mal gucken gleich. Wir haben jetzt erst noch ein Dilemma, um das wir uns kümmern müssen. Also kurz zur Begründung, sobald die Steuerbehörden dem Geld auf der Spur sind, kommt man dieser internationalen Steuervermeidungsstrategie auch tatsächlich hinterher. Okay. Airport Expansion. Genau. Erweiterung eines Flughafens. Der größte Flughafen. Hat einfach nicht genug Kapazität, um die Anzahl der Flüge anzunehmen, die da landen wollen. Können uns jetzt entscheiden, wollen wir unseren Flughafen expandieren lassen? Unsere Tourismusindustrie verlässt sich auf den Lufttransport. Brauchen wir. Wir wollen die Pläne zurückweisen. Flugreisen sind eine Umweltverschmutzungs-Albtraum. Luftverschmutzung und die Lärmbelästigung sind große Probleme. Und Delay Decision. Also wir können die Entscheidung verschieben. Maybe the next election. Das finde ich auch so schön. Dieses, der freundliche Hinweis wartet doch damit vielleicht auch nochmal bis zur Wahl. Ich würde, wäre dafür, sie zu verschieben, weil die Befürworter der Flughafenerweiterung ja noch nicht wissen, dass wir, davon gehe ich fast ein bisschen aus den Erfahrungen der Democracy-Folgen vorher, uns mit dem Flugverkehr nochmal auseinandersetzen werden und höchstwahrscheinlich die Zahl der Fluggäste sinken wird. Ja, jetzt sehe ich gerade auch im Chat, also ich bin bei dir, Delay Decision. Ja, Strong Leader kriegen wir einen drauf, aber dann ist das halt so. Im Chat steht jetzt auch gerade, wenn er mal eröffnet wird, wird er zu klein sein. Ich nehme an, du sprichst vom BER. Und an der Stelle muss ich sagen, besser als andersrum. Wenn er eröffnet wird, ist er zu klein. Wenn hoffentlich wir alle anfangen, uns über den Klimawandel, die Klimakatastrophe tatsächlich Gedanken zu machen, dann sind Flughäfen, die im Moment gerade die richtige Größe haben, grundsätzlich zu groß. Und deswegen finde ich es eigentlich nicht schlecht, deiner Aussage folgen, wenn BER eröffnet wird, wird er wahrscheinlich zu klein sein. Das heißt, in 5 Jahren hat er die okaye Größe. Hoffentlich. Wäre so mein Ansatz. Und dann ist auch die Frage, wie gut angebunden sind denn die unterschiedlichen Flughäfen? An die jeweiligen Verkehrsnetze in den Städten. Ja. Also ich finde das auch irgendwie immer wieder ganz spannend oder fand es, als ich geflogen bin, nach Tegel mit dem Bus rauszufahren vom Hauptbahnhof aus oder so. Hier in Leipzig-Halle habe ich den Vorteil, da sind Straßenbahn und S-Bahn direkt miteinander vernetzt und beim BER ist ja der Bahnanschluss noch nicht fertig. Doch, du kannst tatsächlich, ja, und lustigerweise cool. fahren bereits S-Bahnen zum Flughafen. Warum? Weil es gibt tatsächlich einen unterirdischen S-Bahnhof,
Und es ist wahnsinnig wichtig, dass S-Bahnen fahren, damit der Beton trocknen kann und dieser Bahnhof belüftet wird. Deswegen fahren S-Bahnen in diesen Bahnhof ein und aus, damit regelmäßig als Teil des Fahrplans, damit der S-Bahnhof des BER auch belüftet wird. Sehr spannend. Also die Bahnverbindung ist da, du brauchst vom Hauptbahnhof, glaube ich, 45 Minuten. Gar nicht schlecht, wenn ich an München denke, du fährst fast 70 Minuten, bis du am Hauptbahnhof bist vom Flughafen. Und da würde ich jetzt jederzeit, seit die ICE-Strecke fertig ist, würde ich den Teufel tun und fliegen. Ich würde immer Zug fahren. Mal abgesehen davon, dass ich auch zu den Leuten gehöre, die die Eigenverpflichtung unterzeichnet haben. Weniger als 1000 Kilometer fliege ich nicht. Eigenverpflichtung? Ja, irgendwie Scientists for Future haben sowas rausgegeben, dass man eine Eigenverpflichtung machen kann, sobald irgendwas weniger als 1000 Kilometer entfernt ist, dass man sagt, dann nehme ich keine Flugreise. Oder das bezog sich nur auf Dienstreisen. Ich habe jetzt nicht wirklich eine Dienstreise, aber ich habe das für mich entschieden. Ich werde jetzt nicht, wenn ich mal wieder nach Wien fahren sollte, werde ich auf jeden Fall einen Zug nehmen, auch wenn das eine sehr lange Reise ist. Ist mir egal. Die Strecke nach Wien, egal welche man nimmt, ist wundervoll malerisch und da sitze ich lieber ein paar Stunden im Zug, als dass ich dahin fliege, weil das ist ein zu großer CO2-Abdruck für mich. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich sage niemandem, dass man das so machen muss. Ich sage einfach nur, wenn das auf mich zutrifft, dann ist unter 1000 Kilometer, wird nicht geflogen. Zumal Wien ja inzwischen auch echt hervorragend angebunden ist und mit dieser neuen, schnellen ICE-Strecke München, Erfurt, Berlin ist man wirklich schnell da. Und in München wiederum hat man ja dann auch den direkten Zugang zu diesem kompletten ÖBB-Nachtzugnetz, ja. Sodass man dann auch nachts durch ganz Europa fahren kann, wenn man es möchte. Ja. Und die Grenzen offen sind und so. Ja, das ist wundervoll. Da freue ich mich schon drauf. Nächstes Jahr Italien, ist der Plan. Ah, okay. Mit dem Zug? Mit dem Nachtzug, genau. Wollten wir eigentlich dieses Jahr schon machen, aber dann kamen andere Dinge dazwischen. Dann haben wir uns gedacht, ach, wir bleiben erstmal hier in Sachsen. Ist auch schön. Ja, im Chat gerade EU-Zug über Prag. Ja, der braucht halt über Prag. Der braucht von Berlin nach Wien fast 10 Stunden. Aber ich nehme den auch lieber, weil die Blicke, die man da hat, sind schön. Und manchmal mache ich es auch, als ich bin öfters mal in Wien gewesen. Und ich mochte es auch sehr gerne, irgendwie sowas zu machen wie fahre morgens los. Und dann habe ich 3 Stunden Aufenthalt in Prag. Und dann geht's weiter nach Wien. Ist auch eine schöne Sache. Muss man halt die Zeit für haben, aber wenn man ein paar Wochen im Voraus weiß, dass man hin muss, dann kann man sowas ja auch einplanen. Mal abgesehen davon, dass die Internetverbindung, sobald du über die deutsche Grenze fährst, also in Tschechien, ist deutlich besser und man kann richtig, richtig was wegarbeiten. Es gibt auch keine Drosselung oder sowas. Auch schön, wenn man in den Alpen steht, in Italien, in den Alpen und die Verbindung ist einfach besser als hier. Tja. So, wir haben jetzt unseren Minister glücklich gemacht, indem wir eine Automation Tax eingeführt haben. Unser Defizit sinkt weiter. Wir haben jetzt die Pollution-Problematik, da haben wir schon eben kurz drauf geguckt. Die nicht kompetitive Wirtschaft, also nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft, geht wieder ein Stück hoch. Gig-Economy geht hoch, wahrscheinlich wegen unserer Automation Tax. Fettleibigkeit geht weiter runter, flacht aber langsam ab. Die Asthma-Epidemie hat einen Knick bekommen, genau wie die Luftverschmutzung, das ist gut. Internetkriminalität steigt wieder ein klein wenig. Alkoholmissbrauch, oh, wundervoll. Ein Knick nach unten. Organisierte Kriminalität weiter, langsam, aber stetig geht es zurück. Wir haben noch 2 Runden. Wir müssten jetzt eine Rede halten können. Wir können eine Rede halten, wenn wir wollen. Wollen wir eine Rede halten? Es kostet wieder politisches Kapital. Es
Wisst ihr, vielleicht bevor wir in die Entscheidung fällen, ob wir eine Rede halten, nochmal die Frage, für wen die Rede ist und was die uns nützen soll. Also wir haben jetzt so ein paar Gruppen, die wir versuchen können, mit einer Rede auf unsere Seite zu bekommen. Das wären also die Konservativen, die AutofahrerInnen, Leute mit mittleren Einkommen, religiöse Menschen. Ja, ich mach mal hier die Verteilung anders mit den die meisten Zugehörigen, also everyone ist. Und da bei den Autofahrern könnten wir überlegen, ob wir dort nochmal so ein paar finanzielle Entlastungsgeschichten machen, weil wir denen ja das Autofahren schon ein bisschen erschwert haben. Ja. Das wäre ja was wir ihnen versprechen könnten, so in der Rede. Und die mittleren Einkommen vielleicht noch. Also das wären so zwei Bereiche, wo ich sage, da gehen wir sowieso ran. Mhm. Über kurz oder lang. Ja. Wo haben wir denn? Nee, das ist Freedom of Press. Hatte ich das nicht hier gesehen? Anti-Corruption. Das hier ist Violent Crime. Und hier haben wir Korruption. Ne, wir haben keine Antikorruptionsbehörde. Also, worauf ist Korruption? Ist auf einem relativ niedrigen Level. Ich glaube, wir haben keine Antikorruptionsbehörde. Dann habe ich was Falsches gesagt. Haben wir nicht. Ich finde es auch tatsächlich manchmal schwer, noch nachzuvollziehen, weil wir schon seit so vielen Wochen spielen. Und bei manchen Dingen denke ich, wir haben das schon längst und stelle dann fest, hatten wir in dem Spiel noch nicht. Anti-Corruption Agency. Da ist sie. Es gibt eine Suchfunktion. Sehr gut. Die haben wir nicht eingeführt. Kostet 20. Ja. Ach, finde ich vom Prinzip gut und weiß ich aber nicht, ob es jetzt sein muss. Ja. Aber wir waren jetzt bei, wir kommen immer von Höchstchen auf Stöckchen. Für wen soll die Rede sein? Mittlere Einkommen und die Autofahrer. Unsere Umfragewerte sind halt wirklich gut, tatsächlich. Wir gucken nochmal auf den Kompass. Wir haben mal kurz einen Abbieger zu den Sozialisten gemacht, bevor wir wieder in die Mitte gewandert sind. Interessant. Das wäre schön, wenn man jetzt nochmal schauen könnte, welche politische Entscheidung es jetzt genau war. Ah, ich habe auf eine Fokusgruppe geklippt. Ja, das wäre tatsächlich Runde 12. Achso, das sehen wir hier jetzt nicht. Ja, das wäre schön. Ist es das hier, dass wir die Steuern erhöht haben? Ist das sozialistisch? Es ist nicht kapitalistisch. Das Gewerkschaftsding, sagt Horstie. Ja, das stimmt. Ja, also wir könnten für die mittleren Einkommen, für die Autofahrer, eventuell für die Gewerkschafter was machen. Die Kapitalisten finden uns gar nicht so doof, wie ich gedacht hätte. Wahrscheinlich auch noch besser, wenn wir noch so ein paar Wirtschaftsprogramme angehen. Aber wollen wir eine Rede halten oder wollen wir weiter Politik gestalten? Weil unsere Popularität ist wirklich krass. Ich könnte auch auf eine Rede verzichten. Ja. Weil ich hatte bei der letzten Wahl hatte ich den Eindruck, dass wir auch so ein paar unintendierte Folgen hatten. So im Sinne von, ist jetzt gut, mit der einen Gruppe hat es funktioniert, aber das, was dann im Umkehrschluss bei einer anderen Gruppe, die wir verprellt haben, bei rauskam, hat uns dann auch nicht so gefallen, weil hier gibt es irgendwie immer nur entweder oder. Mache ich was für die eine Gruppe oder sage was für die eine Gruppe, dann ist es automatisch schlecht für die andere. Ja, ich weiß, was du meinst. Das finde ich auch ein bisschen kurz gegriffen, ist aber auch nicht schön, logischerweise. Ja. Gut zu wissen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir keine Rede, sondern gucken jetzt als nächstes in den Transport rein. Wir müssen den gestiegenen Ölbedarf ein wenig ausgleichen und gucken, ob wir da noch was machen können. Weil ich glaube, das ist der erste Hebel, um der Umweltverschmutzung hier, also der Luftverschmutzung, in irgendeiner Form Herr zu werden. Car Usage geht damit rein. Ja. Und parallel könnt ihr im Chat nochmal
euch überlegen, welches kleine Gimmick ihr euch vor der Wahl wünscht. Ja, genau. Wir machen euch Wahlgeschenke, wenn sie nicht zu teuer sind. Und nein, wir bauen keine Mauern. Nein, wir bauen keine Mauern, die ist nämlich teuer. So, Transport wollte ich gucken. Okay, ja, bleibt eigentlich nur die Spriteffizienzstandards, dass wir also keine Neuwagen zulassen, die einen zu hohen Spritverbrauch haben. Mich hast du überzeugt. Alles klar. Ja, und da würde ich tatsächlich, also minus 7% Ölbedarf und CO2-Emissionen gehen auch runter. Ich würde da tatsächlich auch volle Lotte reingehen, weil das eine gute Mechanik ist. Da bin ich dafür. Sehr schön. Jetzt haben wir noch 6. Wir können was Gutes tun. Transport sind wir raus. Public Services, haben wir noch so ein bisschen was? Tax, wir können gesundes Essen unterstützen. Wir könnten hier was für die Wirtschaft tun. Oder wir könnten hier gute Sachen einführen. Ist ein interessanter Wunsch. Ich hätte immer noch gerne, dass kirchliche Träger keine sozialen und Gesundheitseinrichtungen halten dürfen. Ich weiß nicht, ob wir das hier direkt steuern können. Ich weiß aber, woher du kommst, aus welcher, wo die Intention herkommt. Da würde ich jetzt nicht das aller der allerabwegigste Wunsch, würde ich mal sagen. Ich glaube, das kann ich hier nicht so einfach umsetzen. Da kommen wir tatsächlich hier nicht vorwärts. Nee. Aber es ist auf jeden Fall eine grundsätzlich interessante Frage. So im Sinne von Staat und Religion. Und Kirche und wer Religion. Darf überhaupt als kirchlicher Träger fungieren und so, ne? Also das ist halt auch so eine Sache. Und was dürfen die für, ich meine, ne? Die Sachen, was das angeht, ne? Ein katholisches Krankenhaus weist jemanden ab, der weil sie keine Abtreibungen durchführen und so eine Scherze. Und also oder stellt niemanden ein, der schon mal geschieden ist und so, weil das mit der katholischen Kirche nicht überein. Also, ja, klare Trennung von Staat und Kirche sollte ja eigentlich so sein. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und das, obwohl ich sehr, sehr lange, also nicht gearbeitet habe, sondern dass ich sehr, sehr lange oder immer noch diesem Verein angehöre, der zur Kirche gehört, nämlich der Johanniter Unfallhilfe. Okay, wir sind eine Hilfsorganisation und ich muss ganz ehrlich sagen, man spürt nicht direkt, dass wir eine kirchliche Vereinigung sind, aber an manchen Stellen schon. Und das ist immer so ein bisschen irritierend gewesen für mich. Weil ich bin nicht eingetreten in die JUH, weil ich evangelischen Glaubens bin, sondern weil ich das, was die Hilfsorganisation tut, gut finde. Aber so ist auch tatsächlich auch sehr unterschiedlich von Organisation zu Organisation, aber eben auch von den Leuten in den jeweiligen Organisationen. Und in einigen ländlichen Regionen, wo es dann halt irgendwie wirklich gar nichts Großartiges mehr an bürgerschaftlichen Strukturen gibt. Oder auch in so Ausnahmesituationen, wo viele Dinge gleichzeitig passieren und gleichzeitig super viele Leute gebraucht werden, bin ich ehrlich gesagt auch immer froh gewesen in den letzten Jahren, dass es Ansprechpartner bei den verschiedenen Kirchen gab, die wirklich mit dem Bein ausgerissen haben und super viele Dinge gemacht haben. Das ist halt die positive Seite, ne? Genau. Also ich finde die grundsätzliche Frage super spannend und super interessant. Mir fällt es nur ganz persönlich schwer, das abzukoppeln von den sehr positiven Erfahrungen, die ich mit Leuten gemacht habe. Also auf dieser menschlichen Ebene. Mhm.
ich sehe nur im Chat, da gab es in dem Feld kirchliche Symbole in dem einen Feld. Meinst du hier in den aktiven Politiken oder bei den Public Services habe ich das nämlich, glaube ich, auch gesehen. Nee, Economy nicht. Es gab irgendwas mit religiösem Fernsehen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Sehen können. Eventuell das hier. Wir haben Gay Marriage. Auf Medium. Also gleichgeschlechtliche Ehe. Gibt es tatsächlich. Da habe ich ein christliches, also ein religiöses Symbol gesehen. Ansonsten. Ich sehe so ein Yin und Yang-Symbol bei einer unserer orangenen Ministerinnen auf der links oben. In dem Bereich Law and Order, glaube ich, ist das. Das ist der Discrimination Act. Ansonsten, wir haben noch 6 und Romy, du hast ja auch noch einen Wunsch frei. Also. Ich habe auch noch einen Wunsch. Ja. Könntest du bitte nochmal diese Übersicht mit den neuen Gesetzesvorschlägen auch öffnen und dann auf den Bereich Steuer gehen? Es liegt daran, dass ich gerne mal wissen möchte, was da steht. Ich komme irgendwie nicht hinterher. Bei Diverted Profits. Wir hatten doch diese Multinational Tax Evasion Geschichte. Stimmt. Könnten wir. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Oh ja, also es sorgt dafür, dass das unabhängig von den, also dass die, dass es, dass bei großen Firmen geschätzt wird, wie viel Umsatz ist ungefähr da und dass auf dieser Basis gesagt wird, so viel Steuern müsstet ihr aber bezahlen, damit sie nicht das komplexe Steuersystem mit all den Schlupflöchern benutzen können. Finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool. Kapitalisten finden es wieder doof, aber finde ich großartig, ja. Ich finde es auch gut. Und es ist halt dieser Logik von Volkswirtschaft auch folgend. Also da, wo du deinen Umsatz generierst, sollst du halt auch Steuern bezahlen. Ja. Das ist eigentlich eine relativ einfache Logik, aber bei internationalen Konzernen wird es halt ein bisschen schwieriger, weil die natürlich das versuchen zusammenzuführen. Und ich bin für diese Steuer. Außerdem können wir mit der echt viel Geld verdienen. Alles klar, und die können wir uns gerade noch leisten. 6. Dann gucken wir mal. Bei 3,1 Milliarden steht die gerade. Kapitalisten finden es richtig doof. Aber damit müssen sie klarkommen. Foreign Relations bauen wir aus. Leiden darunter auch. Aber es ist eine super Einnahmequelle. Noch höher oder so im Mittel lassen? Würde sie noch einen Tick höher nehmen und möchte gerne mit dir eine Vereinbarung treffen, dass wir einen Teil des Geldes wiederum in Wirtschaftsförderung stecken. Alles klar. 3,5 cool. So? Oder noch ein Tick? Mhm. Okay. Prima reicht das. Also das ist ja auch viel Geld, so ist jetzt. Ja, genau. Okay, dann sind wir bei 0. Danke. Bitte, nächste Runde. Und wir sind... Ah, nee. Ich dachte schon wieder, wären downgegradet. Der weltweite Bedarf von Mineralien, die aus unseren Minen kommen, ist gesunken. Bessere Alternativen wurden gefunden und unsere, unser GDP erhält einen Schlag, weil irgendwelche Preise von bestimmten Mineralien sind eingebrochen. Wir sind relativ abhängig vom Bergbau anscheinend. Gibt's ja durchaus auch noch etwas in Deutschland. Ja, und auch wieder. Also es gibt ja. Bergbaureviere, die quasi jetzt meiner Heimatregion, die ja jetzt wieder so ein bisschen gut. Als Erzgebirge. Ja, minus 8 GDP ist halt krass. Tatsächlich. Unemployment geht hoch. Wir können Wahlversprechen machen, ansonsten ist nicht wirklich was passiert. Schön. Das heißt, ja, Wahlversprechen und wir können 17 ausgeben. Und 3 unserer Minister sind wieder grün geworden. Wie schön. Ich habe gerade eben auch gesehen,
Horsti hat einen Vorschlag gebracht, nochmal zu diesem Game-Marriage-Ding. Oh. Das habe ich allerdings auch ein Stück zu spät erst gecheckt, nämlich jetzt, als ich es nochmal durchgelesen habe. Und ich glaube, die Anregung war, das hochzuziehen und nicht so bei der Hälfte zu lassen. Okay. Bräuchten wir 14 Kapital für, um es höher zu ziehen? Würde die religiösen Gruppen weiter verärgern? Würde was für die Liberalen tun? Die Jugend und Liberalismus generell? Ich hätte jetzt gesagt, du hast gesagt, kleine Wünsche, und dann hätte ich gesagt, wir können es uns leisten, 7 für auszugeben, dann sitzt das da. Wenn ja, das ein Wunsch ist von Horsti. Dann würde ich sagen, damit erfüllen wir deinen Wunsch. Nur 7, dann können wir noch ein bisschen handeln. Dann haben wir noch 10 übrig. Weil wir brauchen auch noch ein bisschen Kapital, um Wahlversprechen zu machen. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.